Genau so. Genau. Und jetzt schau dir in den Spiegel, dann siehst du besser. Wie sieht der Alltag eines Sozialberuflers aus? Wie fühlt es sich an, einen solchen Beruf auszuüben? Würde Altenpfleger, Erzieher, Sozialpädagoge zu mir passen? Das Projekt Herzwerker macht Station an der Maria-Ward-Realschule Neuhaus am Inn. Das Ziel? Schülern einen Einblick geben in Sozialberufe, ihnen die schönen Seiten an einem solchen Beruf vermitteln. Ich finde das Gefühl einfach toll, wenn man in die sozialen Arbeiten arbeitet. Mir gefällt das sehr gut, als späterer Beruf vielleicht nicht so, ich habe andere Pläne. Es ist ehrlich gesagt sehr interessant, denn da kann man ja auch so Menschen von sozialen Berufen, also jetzt Seniorenheim und so. Ich finde es extrem interessant, wie sie die Menschen da engagieren für andere Menschen, wie viel harte Arbeit das ist. Und die müssen auch einen ganz kühlen Kopf bewahren bei schwierigen Situationen. Man lernt die Jobs ganz neu kennen und man erfährt dann auch ganz viel drüber, was das eigentlich wirklich für Arbeit ist. Und die ganzen Geschichten mit den ganzen Menschen, die haben mich schon ziemlich fasziniert. Initiiert wurde das Projekt unter anderem vom Bayerischen Sozialministerium. In Neuhaus unterstützt es der Diözesan Caritasverband Passau. Unter Leitung des Theaterpädagogen Jean-François Drojak erarbeiten die Schüler ein Theaterstück. Die einzelnen Szenen zeigen Situationen aus dem Alltag von Sozialberuflern. Die Schüler müssen sich intensiv hineindenken in ihre Rollen. Und das ist bei den Proben oft gar nicht so einfach und mit einigen Mühen verbunden. Doch lernen die jungen Akteure gerade dadurch sehr viel. Die meisten Jugendlichen haben ein verschobenes Bild von den sozialen Berufen. Oftmals eine beschränkte Vorstellung dessen, welche Perspektiven man in diesen Berufen hat. Und wichtig ist es, sie richtig zu informieren und sie auch über die Chancen dieser Berufe aufzuklären. Die Herzwerker sind in ganz Bayern unterwegs, gastieren an verschiedenen Schulen. Erreichen wollen sie, dass sich langfristig gesehen mehr junge Menschen für Sozialberufe entscheiden, der Fachkräftemangel behoben wird. In Neuhaus setzt man sich schon länger mit dem Thema Sozialberufe auseinander. An unserer Schule gibt es seit Jahren das Projekt Compassion. Das ist im Grunde einerseits eine berufsbegleitende Maßnahme, andererseits aber wollen wir hier das Ansehen der sozialen Berufe stärken. Unsere Schüler bekommen bereits Einblick in diese Welt der sozialen Berufe. Und mit diesem Projekt Herzwerker, mit diesem Theaterstück, das entwickelt wird, findet sich natürlich der Schlüssel zum Schloss. Für die Premiere ihres Stücks im Festsaal haben die Schüler 4 Tage lang intensiv geprobt. Vergessen werden die jungen Darsteller dieses besondere Ereignis bestimmt nicht. Herzwerker hat sie viele wertvolle Erfahrungen sammeln lassen. Für ihre berufliche Laufbahn und für ihr Leben.